Dafür sind sie mit 60 scharfen Zähnen und einem starken Gift optimal ausgerüstet. Da sie weder gut sehen noch hören, benutzen sie ihre gespaltene Zunge, um die Fährte der Beute riechen und schmecken zu können. Sie können ein totes Tier aus fast 10 Kilometer Entfernung wahrnehmen. Dieser Varan hat einen Büffel auf dem Weg zu einem Wasserloch bemerkt. Jetzt in der Trockenzeit sind die letzten schrumpfenden Tümpel ideales Jagdrevier, da sie viele Tiere anlocken. Dort stößt der Räuber auf noch interessantere Beute. Ein kleiner Mähnenhirsch ist beim Trinken von der Echse überrascht worden. Zwei weitere Warane kommen dazu. Sie beachten den größeren und gefährlicheren Büffel fast gar nicht. Alle Fluchtwege für den Mähnenhirsch sind abgeschnitten. Er versucht sich noch zu verteidigen, aber zu spät. Er ist schon gebissen worden. Das Gift der Warane ist äußerst wirksam. Der Mähnenhirsch mag sich wehren, so viel er will. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bevor der kleine Hirsch seinen Verletzungen erliegen wird. Anfang Juli erwartet die See vor der KwaZulu-Natal-Küste Südafrikas eine seltsame Versammlung. Etwa 5 Kilometer vor der Küste liegt das Aliwal-Shoal-Riff. Eine versteinerte Sanddüne, die vor 80.000 Jahren überflutet wurde, als sich der Meeresspiegel hob. Heute ist die Düne ein Riff, Lebensraum für eine Vielzahl von Meerestieren. Und zu dieser Jahreszeit ist hier die weltweit größte Ansammlung von Sandtigerhaien zu beobachten. Im Juni haben sie die riesigen Sardinenschwärme des Sardine Runs auf ihrer Wanderung nach Norden verfolgt. Jetzt finden sich bis zu 80 Sandtigerhaie am Aliwal-Shoal-Riff ein. Sie sind nach erfolgreicher Sardinenjagd gut genährt und nun in Paarungslaune. Sandtigerhaie wandern mit den Jahreszeiten. Und zwischen Juli und Oktober sind sie hier in den warmen Gewässern der Agulhas-Strömung anzutreffen. Im südafrikanischen Winter liegen die Wassertemperaturen hier bei etwa 20 Grad. Im Juli sind die Haie zum Paaren bereit. Eine ruppige Angelegenheit. Die Weibchen haben schon jetzt Narben auf ihren Körpern und Bisswunden an ihren Köpfen, wo sich die Männchen während der Paarung festgebissen haben. Um etwas Ruhe vor den paarungsbesessenen Männchen zu haben, ziehen sich die Weibchen in die Unterwasserhöhlen der Aliwal Shoal zurück. Mhm.
Sandtigerhaiweibchen paaren sich alle 2 Jahre mit mehreren Männchen. Wenn die Befruchtung erfolgreich ist, beginnt ein erstaunlicher Reproduktionszyklus. Die Weibchen haben 2 Gebärmütter. Nach der Befruchtung der Eier siedeln sich etwa 10 Embryos in jeder Gebärmutter an. Diese Embryos entwickeln sich schnell. Sie bekommen früh Zähne, überdimensionale Köpfe und Augen und können bereits schwimmen. Der größte und stärkste Embryo macht sich jetzt über seine Geschwister her und frisst sie. Schließlich bleibt nur noch einer in jeder Gebärmutter übrig. Es ist einer der wenigen bekannten Fälle von Kannibalismus im Mutterleib. Diese makabre Strategie hat einige Vorteile. Die 2 Jungtiere sind schon bei der Geburt etwa 1 Meter lang, groß genug, um die meisten Raubtiere abzuschrecken. Sie werden als Räuber geboren und sind bereits in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Auf der Rinka-Insel in Indonesien hat der kleine Mähnenhirsch seinen Überlebenskampf verloren. Von 3 Komodowaranen in die Enge getrieben, hatte er keine Chance. Komodowarane haben es nicht nötig, mit ihren Opfern zu kämpfen. Sie brauchen nur kräftig zuzubeißen. Ihr Gift besorgt den Rest. Proteine im Gift sorgen dafür, dass die Blutgerinnung blockiert wird, Gefäßwände schlaff werden und der Blutdruck absinkt. Das Opfer der Warane verliert das Bewusstsein und stirbt. Die räuberischen Echsen konnten sich nach dem Angriff zurückziehen und auf den Tod des Hirsches warten. Jetzt können sie ihre Beute in aller Ruhe fressen. Obwohl Komodowarane meist Einzelgänger sind, kommen sie zum Fressen doch zusammen. Ihre Essgewohnheiten sind rustikal. Sie reißen große Fleischbrocken von den Knochen und verschlingen sie im Ganzen. Dabei können sie bis zu 80% ihres eigenen Körpergewichts auf einmal fressen. Ihr Stoffwechsel ist so langsam, dass sie von nur 12 Mahlzeiten im Jahr leben können. Dieser Varan hat wahrscheinlich für den nächsten Monat genug. Im Okavango-Delta hat der August Einzug gehalten. Wie in Indonesien herrscht auch in Botswana extreme Trockenheit. Die letzten Regenfälle im Kakanaka-Gebiet liegen 4 Monate zurück. Aber noch versorgen die Fluten des Okavango-Flusses die Pflanzen und Tiere mit genügend Wasser. Bei Temperaturen um 27 Grad ist der August einer der kühlsten Monate hier. Aber schon bald werden die Temperaturen in die Höhe schießen. Dann wird auch das Wasser des Okavango austrocknen. So müssen die Tiere des Deltas jetzt den Nahrungsüberfluss ausnutzen und sich auf die kommende Dürre vorbereiten. Schon bald nach Sonnenaufgang ist ein Pavian-Trupp unterwegs. Sie suchen im Gras nach Samen, Insekten und anderen Leckerbissen. Paviane sind gesellige Tiere und leben in großen Familienclans. In einer Pause während der Futtersuche ist die gegenseitige Fellpflege ein wichtiges soziales Ritual. Es dient dazu, die familiären Bande innerhalb der Gruppe zu untermauern. Die kleinen Pavian-Babys nutzen die Gelegenheit für ihre ausgelassenen Spiele. Es ist eine friedliche Szene im Kakanaka-Gebiet. Bis eine Zebra-Mangustengruppe eintrifft.
Obwohl sie viel kleiner als die imposanten Paviane sind, gehen sie selbstbewusst auf die großen Affen zu. Die Zebramangusten suchen sogar oft gezielt die Gesellschaft von Pavianen. Das verschafft ihnen Sicherheit bei der Futtersuche, da auf diese Weise mehr Augen nach möglichen Raubtieren Ausschau halten. Da sie sich ähnlich wie die Paviane ernähren, sind sie auch häufig in den gleichen Gebieten auf Futtersuche. Für die jungen Paviane sind die Zebramangusten offensichtlich unterhaltsam. Aber in der Mittagshitze ziehen sich die Mangusten zurück und suchen schattige Plätze zum Ausruhen auf. Die Paviane geben nicht so schnell auf. Ihnen steht noch ein langer Tag der Futtersuche bevor. In den kommenden trockenen Monaten müssen sie in bester Verfassung sein. Mitte August ist die Trockenzeit auf der Insel Lombok in Indonesien in vollem Gange. Die Landschaft und das Mikroklima der Insel werden vom Mount Rinjani-Vulkan dominiert. Mit seinen 3.726 Metern ist er einer der höchsten Vulkangipfel im Land. Bewaldete Hänge ragen steil aus dem Meer empor und beeinflussen das Wetter auf der Insel. Auf den Hängen reicht die Vegetation von tropischem Regenwald bis zu hochalpinem Bewuchs. Der Gipfel ist ein karger Platz, der von den jüngsten Ausbrüchen gezeichnet ist. Aber selbst hier gibt es trotz des öden Terrains und wenig Wasser Spuren von Leben. Und das beschränkt sich nicht nur auf widerstandsfähige alpine Pflanzen. Erstaunlicherweise ist auf 3000 Meter Höhe eine Gruppe Javaner-Affen auf der Futtersuche. Diese geselligen Affen sind meist in Wäldern zu Hause, wo sie von Früchten leben. Vielleicht ist es die anhaltende Trockenheit im August, die die Affen auf der Suche nach Essbarem aus den Wäldern in die Berge getrieben hat. Der Mount Rinjani-Gipfel ist ein beliebtes Ziel für Wanderer. Und die bringen jede Menge Lebensmittel mit. Javaner-Affen haben gelernt, ihre menschlichen Nachbarn auszubeuten. In einigen Gegenden kommen über 20% ihrer Nahrung von Menschen. Konkurrenz ums Futter kann zu Aggressionen und zu heftigen Auseinandersetzungen unter den Affen führen. Da sie in einer hierarchischen Gesellschaft leben, geht es den unteren Rängen häufig schlechter, wenn das Futter knapp wird. Das kann für Mütter mit kleinen Babys besonders schwerwiegende Konsequenzen haben. Da sie keine Kontrolle